way from Germany to Olbia on the Italian island of Sardinia, we made a quick fuel stop in Hohenems, Austria. After crossing the Alps VFR, we are currently overhead Lugano in southern Switzerland and are ready for our IFR pickup to cross the Italian airspace. Foxtrot, Bravo Romeo Hotel Alpha Milano. Foxtrot Bravo Romeo Hotel Alpha Moonname 20, we are on a Zulu flight plan to Olbia. We are currently almost overhead Lugano at 0,500 feet. We'd like to pick up IFR. We are inbound Saronno. Foxtrot Hotel Alpha Milano, Roger, proceed inbound Saronno according to VFR altitudes. I call you back for IFR pickup. Estimate for Saronno. Foxtrot Hotel Alpha, continue inbound Saronno at VFR altitudes and estimated time Saronno is 1018. Roger. You intend 0918, Affirmative, Foxtrot Alpha. So, jetzt biegen wir ab und folgen tatsächlich jetzt der Magenta-Linie nach Saronno hier. Da ist der Null Orientierung. Und gerade. Ja, das ist jetzt anspruchsvoll. Soll ich ein Autopilot anschmeißen? Nee, warte mal, warte mal. Also jetzt müssen wir uns dann... Na krass, du hast Null? Ja, genau. Scheiße. Du musst gucken, dass du Level bist und von dem Instrument aus checkst du den ganzen Rest. Du guckst, dass du auf der Höhe bist, du guckst, dass die Airspeed passt, du guckst, dass die Richtung passt. Das ist sonst Scan. Im Moment befasse ich mich immer nur mit 2. Du bist hier in der Kurve drin, ne? Ja, ich weiß. Ich versuche die Nadel zu jagen. Ja, das darfst du aber nicht mit so starken Abweichungen machen. Ah, okay. Weil sonst bist du die ganze Zeit am... bist du die ganze Zeit am S-Kurven fliegen. Geh mal hier, unser Desire Track ist 164. Das heißt, du drehst mal einen Kurs von 164 ein. Fliegst dem hinterher. Foxtrot Hotel Alpha Milano. Foxtrot Alpha, go ahead. Squawk 0410. Squawk 0410, Foxtrot Alpha. Also von der Richtung her ist die Priorität von den Instrumenten erstmal das hier, okay. Desire Track 164. Und dann tust du es immer mit dem Cross-Check, ob du noch drauf bist oder ob du vielleicht ein bisschen korrigieren musst. Aber dann korrigierst du nur mit 5 oder 10 Grad. Aber wenn die Nadel da steht, ist das völlig okay. Jetzt bist du aber schon wieder in einer leichten Linkskurve drin. Genau, das siehst du dann auch am Turn-Coordinator, wenn du in der Kurve drin bist. Ja, 164 ist unser Desire-Check. Foxtrot Hotel Alpha Milano, you can contact the radar on 126.750. 126.750 for Foxtrot Alpha. Thank you, ciao. Bravo 82 Milano con Malpensa 119.0. Inform Hotel, climb to flight level 200.200. Level 200, easy 81 Uniform Hotel. We have a good way. Roger. Radar, Buongiorno, Foxtrot Bravo Romeo Hotel Alpha, inbound Saronno 10700, request IFR pickup. Foxtrot Bravo Romeo Hotel Alpha Milano Squawk Ident. Ident, Foxtrot Alpha. Foxtrot Bravo Romeo Hotel Alpha, radar contact, climb to flight level 110, clear to destination via Saronno, Voghera, Genova, Tortu. Buongiorno, Swiss Mask for Lima, bouncing 2700, climbing 5000, speaker 5, thank you. Swiss 16 for Lima, radar contact, climb to flight level 80. Climbing flight level 80, Swiss Mask for Lima. And Foxtrot Alpha is clear to destination via Voghera, Genoa, Tortu, and climb to flight level 110. Foxtrot
Fox Hotel Alpha, correct, via Saronno, Voghera, and 110 will be cruise, confirm? 110 is final, and via Saronno and Voghera, Fox Hotel Alpha. Correct. Easy, 81 Uniform Hotel, contact Milano, 125275. 25275, easy, Uniform Hotel, as well. Okay, level 110. Dann gehen wir jetzt nochmal direkt Saronno activate. Bonjour, Fox Bravo Romeo Hotel Alpha, inbound Liblo, level 120, and request descent to 110 or 100 if possible. Fox Hotel Alpha, bonjour, identified. Due to the mountain, you have to descend to flight level 110, or if you want lower, I have to give you a heading. 110 is fine for us, Fox Alpha. Roger. Report steady. Report wen? Der war jetzt runter. Ja, jetzt dürfen wir wieder runter. Information, bonjour, Fox Hotel Alpha, Mike, Mike. Hotel Alpha Mike Mike, bonjour. Bonjour madame, hélicoptère en Fox Hotel Alpha Mike Mike à 130 en provenance de la Maddalena en Sardaigne, destination initiale sur Propriane, mais on souhaiterait se dérouter sur l'hélicoptère de Porto Vecchio. Et on passe actuellement la FIR à 1000 pieds. Monsieur, j'ai le contact radar, est-ce que vous aviez déposé un plan de vol? Affirme Fox Mike Mike, ouvert par Olbia il y a à peu près 4 minutes. Je dépose ça, d'accord, je ne l'ai pas encore. Eh bien... Oui, je l'ai effectivement pour Propriano. Donc vous confirmez, vous arrêtez à Porto Vecchio. Hein. Et on va se dérouter sur Porto Vecchio, compte tenu de la météo, et on s'arrêtera là. D'accord. Vous allez rentrer dans la cité de Figari? Affirme, à hauteur de Santa Giulia, je vous rappelle à cette hauteur-là pour passer avec eux. Parfait. Descend out to 5,015, KLS 2, Luna 905, easy to 7 Alpha Delta. Aha. Also die Landerichtung 05 ist im Betrieb in Olbia, das wollte ich wissen. Und zwar der ILS Zulu. ILS Victor, ILS Zulu auf die 05, genau, kann man schon mal anschauen. Initial approach fix is Zenal in 5000 feet, which is 15 DME. Procedure. Approach. Approach ILS 05 Zulu. Boat approach. Okay, dann haben wir Zenal in 5000 or above, dann geht's runter, final approach, fix ist ZEM, das sind 9.7 DME, 3800, die Minimums sind
310 feet. Fox Hotel Alpha, Corsi direct and expect Corsi 1 Juliet. Direct Corsi and expect Corsi 1 Juliet, Fox Hotel Alpha. Okay, jetzt wird es einfach nochmal spannend. Procedure, Arrival, Corsi 1 Juliet. Load Arrival. Da, das gucken wir uns hier auch gleich mal an. Also von Corsi outbound auf dem 175er Radial, auf den 291er Radial SME und dann auf dem 22 Meilen DMI Arc auf den Final drauf. Hier 113.9. 113.9. Gleich mal schauen, ob er das reinkriegt. 0.5 degrees. Also das VOR ist identified und da brauchen wir welchen Radial? Den 291. Also die hat ja jetzt nur einen Code irgendwie durchgeben und du musst jetzt selber auf der Karte gucken, was das alles heißt. Genau, da gibt es eine ganze Reihe von... Also es gibt einmal die Arrival, damit kommt man jetzt aus allen möglichen Himmelsrichtungen, mal so grob Richtung Flugplatz. Das ist diese Corsi 1 Juliet, die beginnt hier vorne ab Corsi und geht dann da rein. Und dann, wenn es darum geht, den Landeanflug zu machen, das ist der sogenannte Approach, der ist hier auch schon mal vorgeladen, das ist die lange Linie. Also diese Arrival führt einen quasi auf den Approach drauf. So, und ich weiß, dass wir auf der 05 landen, weil ich vorher schon mal auf der Funkfrequenz reingehört habe. Und abgesehen davon hat sie mir diese Corsi 1 Juliet Arrival gegeben, die ebenfalls auf die Landebahn 05 drauf geht. Und da sind jetzt eben diese ganzen Anflugkarten sind veröffentlicht. Hier auf der Karte ist diese Arrival drauf, wir kommen also hier oben, das, da ist noch Corsica, das ist Sardinien und das ist dieser Corsi Waypoint und diese 1 Juliet geht eben hier runter auf diesen Final drauf und wenn wir dann hier drauf sind, dann kriegen wir wahrscheinlich den ILS Approach. Achtung, Funk. Da gehen wir jetzt nicht dran. Genau, und dieser Approach ist dann diese Karte hier. Das ist dann ein Instrumentenanflug, den können wir dann auch hier auf den Instrumenten ablesen, Höhe und Lateral und kommt dann entsprechend unten bei der Landebahn raus. Und theoretisch könnten wir den bis 310 Fuß über Meeresniveau fliegen. Also wenn die Wolkendecke bei 310 Fuß ist, dann kommen wir da unten gerade so raus. So tief dürften wir mit dem Anflug dann runter. Aber die Codes sind dann immer flughafenspezifisch, oder? Oder sind die Codes immer gleich? Ja, du hast halt hier um den Flughafen hast du halt irgendwelche Wegpunkte, hier hast du Corsi, auf der anderen Seite hast du halt was anderes und dementsprechend sind diese Arrivals benannt, weil die fangen halt immer bei irgendeinem dieser Waypoints an. Ja. Und von diesem Wegpunkt hier gibt's noch mehrere Arrivals, auch für die andere Landebahnrichtung, für die 2-3 gibt es dann eine andere Arrival, die von diesem Punkt halt in irgendwie da links rum geht zum Beispiel. Aber das ist alles auf den Karten veröffentlicht. Aber welche ich dann fliegen muss, sagt mir die Controllerin dann. So, und an diesem Wegpunkt Corsi sind wir jetzt dann in 5 Minuten ungefähr. Und dann wird sie mich bestimmt an die Approach-Frequenz für Olbia übergeben. Hotel Alpha, contactez Olbia 125905 für Fox Hotel Alpha, au revoir. Gehen wir jetzt aufs untere Funkgerät, da ist das nämlich schon eingetuned. Olbia Approach, Bumper Major, Fox Hotel Bravo Romeo, Hotel Alpha inbound, Corsi, Corsi 1 Juliet, Arrival. Fox
Foxtrot Bravo Romeo Alpha, buongiorno, radar contact, runway news is 05, fly Curti 1 Zulu. Runway 05, and what was the rest of the Alpha? Curti 1 Zulu. Okay. Tremendamente, Curti 1 Juliet, sir, 1 Juliet. Okay, Curti 1 Juliet, Foxtrot Alpha. Alpha, descend to level 90 now. Bravo Romeo Alpha, extend level, maintain, descend to level 90 to maintain. Descend to maintain, level 90, Foxtrot Alpha. Good morning, Boeing 6142, descending level 200, level 6. Ellinger 6142, buongiorno, squadron 1272. Spoken 1272, Boeing 6142, and could you confirm the runway use on all the list? Use is at 05 and fly direct to Ubini, Oscar Bravo India, Mike India. Level 100, 1000 to go. To Ubimi and runway 1305, Boeing 6142. Ingrid 6142, radar contact, number 1, high speed. Number 1, high speed, Boeing 6142. Ingrid 6142, correct, continue descendo, flight level 110. And level 110, Boeing 6142. Level 90. So, jetzt kommt hier langsam die VOA-Nadel rein. Das ist ja dieser Kurs hier. So, und da gehen wir dann nachher auf 111 rüber. Das machen wir dann mit der Heading. Zieh da gleich nach links, oder? Ja, ja. Oder musst du das machen? Ja, das muss ich mit der Heading Back machen, weil so starke Kurven kriegt der Autopilot hier auf dem GPS nicht hin. 155 für den Intercept. Jetzt was sehen würde, ne? Ja. 15 to 110. So, jetzt sind wir hier auf der Magenta-Linie drauf und hier unten auch auf der Nadel. Es regnet sogar nochmal. OAT sind 6 Grad. Kein Problem. So, und wenn wir hier vorne dann auf diesen DME-Arc abbiegen, dann können wir 6000 Fuß runter. Dafür brauchen wir dann aber noch das lokale QNH-Setting. Woher wissen wir jetzt, dass da nicht noch andere Maschinen drauf sind? Dafür sind die Controller zuständig. Okay, also dir kann das ganz egal sein. Wenn ihr sagt, es passt, dann passt es. Genau. Die dürfen auf dieser Arrival, also die müssen halt für das Spacing zwischen den Flugzeugen sorgen. Wie sie das machen, ist denen überlassen. Wir haben ja keine Chance hier irgendwas zu sehen. Also wenn wir was sehen, dann müssen wir natürlich rausgucken. Aber solange wir in den Wolken sind, haben wir auch gar keine Chance was zu sehen. Deswegen heißt das Ganze ja Instrumentenflug, weil du nur hier drin beschäftigt bist. So, der Final Approach Course nachher sind 054. Dem ILS da. Und wir kommen auf 6000 nach Ubimi, können dann zum Initial Approach Fix Seenal runter 5000.
Dann ist es Stepdown auf 3.8 bis SME. Von dort aus geht es dann auf den Gleitslope runter und die Minimums waren 310 Fuß. 310. Alles klar. Tower Frequency ist preselected. Mehr können wir nicht vorbereiten. Das ist jetzt hier so das ganz normale Standardprozedere, was ein Airliner auffliegen muss. Wenn wir jetzt VFA fliegen würden, wie heute Morgen nach Österreich, dann müssen wir hier weit Abstand von den Wolken haben. Foxtrot Romeo Del Alfa, Olbia. Foxtrot Alfa, go ahead. On present position, fly direct to Ubini, Oscar Bravo, India, Mike, India. Direct to Ubini, Foxtrot Alfa. Right. Okay, das heißt, diesen DME-Arc hier können wir abkürzen. Wir gehen direkt, Flight Plan, Ubini, Activate, Boom. Brauchen wir dafür eine Heading, 162. Weil er jetzt wahrscheinlich gesehen hat, ist kein Problem, dass er keine anderen Maschinen oder irgendwas hier... Ja, kann er uns abkürzen lassen. Und diesen DME-Arc zu fliegen ist auch wirklich ein bisschen affig. Er hat uns ja auf dem Radar, also er sieht uns ja. Solche Anflugrouten sind halt normalerweise um größere Airports established, dass der Controller den vielen Verkehr, der da ankommt, nur diesen einen Code sagen muss und die können dann selber nachschlagen, wie sie fliegen müssen. Und dann muss der Controller nicht jedem Flugzeug die komplette Route vorlesen. Und zum anderen sind da dann so Sachen wie irgendwie Terrain und sowas, also Berge berücksichtigt in diesen Anflugrouten, also da kann man dann auch nur abschnittsweise nach unten gehen. Ja, und hält sich so dann auch von irgendwelchen Sachen fern. Bravo Romeo Del Alfa, descend flight level 80. Descend flight level 80, Fox Alpha. Wing 6142, continue descend 6000 feet 1013. I reach level 80 for further descend, wing 6142. Wing 6142, descend 6000 feet 1013. Descend 6000 feet, finish 1013. And could you inform the tower for training purpose we are going to perform a VOR approach, please? There no problem, sir. Proceed to OBIMI, expect VOR runway 05. Grazie, signor. Proceeding OBIMI, expecting VOR 05, wing 6142. Das ist noch hinter uns, offensichtlich. Muss man den nicht da drauf sehen oder nur auf dem anderen? Wie bitte? Müsste man den nicht da drauf sehen, wenn da jemand hinter uns ist? Ich glaube, das ist ein ziemlich kleiner Flieger, der ist wahrscheinlich nicht mit der entsprechenden Technologie ausgestattet. Okay. Also ich sehe hier nicht allen Verkehr, ich sehe allen Airline-Verkehr, weil die damit ausgerüstet sein müssen. Und nur manche kleineren Flugzeuge haben das an Bord. Und deine Herz natürlich. Deine Herz, ja. Aber die meisten. Heading 6142, fly direct to Senal for 13 VOR 05. Heading to Senal for 13 VOR 05, wing 6142, grazie. Go maintain 6000 feet. Das war relativ hart mit der Bohrer, ich habe gesagt, wing 6142. Der ist jetzt darf direkt nach Senal. Wir müssen noch nach Ubini. 100. Altitude holds, level 80. 1011, Paratope on Sky. We have received reticent formation at home. This is Olbia, edit arrival and departure information at home. At 1120, runway in use. 05, transition level. 75. Link 6142, descend 5000 feet and clear a VOR final 05, request establish. Descend 5000 feet, circle, descend the finish 101 feet, please, and
clear VOR 0513. Thank you, sir. Change 1013, 1013. Clear ILS at Zulu, runway 05. 1013, down to level 60, clear for the ILS, runway 05. Okay. Wings 1 to Golf, Mount Colus. Wings 1 to Golf, buongiorno. Radar contact, number 3 in the approach, fly to Colus, expect vector ILS 05. Colus, thereafter vector 05, or Wings 1 to Golf, grazie. Bravo Romeo dell'Alfa, fly direct to Zenal. Direct Zenal, Fox Hotel Alfa. And maintain 6000 feet. And maintain 6000 feet, Fox Hotel Alfa. Wings 1 to Golf, inbound to Colus, descend level 100, 100. Descending 100, the Mount Colus, or Wings 1 to Golf. Link 6142, report established on final runway side. Good, kleine Abkürzung. Es ist nervig, wenn er am Schluss noch mit so Kleinigkeiten kommt hier, zack, zack, wenn es schnell gehen muss. Ah, da ist jetzt einer vor uns auf dem Final hier drauf. Ja. Bravo Romeo del Alfa, descender 5000 feet and clear 13 ILS Zulu 05. Okay, down to 5000 feet and clear for the ILS Zulu runway 05 of Delta. Wings 1 to Golf, continue descend level 8-0. Descending 8-0, Wings 1 to Golf. Ist jetzt die Gear Warning oder ist das? Es ist die Star Warning, ja. Wieder einschalten vor der Landung. Nicht vergessen. Alles klar. Einfach rausdrücken. Ja, das ist die Sicherung. Alpha Colos, Heading 240, Zulu 05. Ja, da ist echt Wasser drin von dem Regen. Und dann schlägt die manchmal an, ohne dass es wirklich notwendig ist. So, in 8 Sekunden gehen wir auf die 052. Geschwindigkeit abbauen. Genau, ziemlich schnell hier. Ah ja, müssen wir ordentlich runter. 300 to go. Und nach Signal werden wir runter auf 3,8 bis SME. So, da kommt schon der Localizer und der Glide-Slope. Ja, da ist ja noch eine Nadel. Ja, das ist jetzt der Glide-Slope. Also das gibt uns Höhenangabe und das ist der Lateral. Wie weit hast du davon jetzt frei? Die Nadel darf nicht aus dem Bild verschwinden. Ich meine, wenn er dir jetzt hier die Koordinaten durchgegeben hat, das heißt es in Meter, was du davon im Kurs hast. Also voller Ausschlag ist 2,5 Grad Abweichung. Deriva, 133.875. 133.875,
18.97 the tower, Foxtrot Alpha, ciao. Pozzo 5 kilo departure, initial climb 5,000 feet, the squawk when you start up. Sure, we expect 5,000 feet to the top of the vector. Oh, correct. Q and I suppose now improved on the slot. Now the slot is 1,342. Confirm. Check 0,5 degrees for knots. Aviatar, Bumper Manager, Foxtrot Bravo Romeo Hotel Alpha on the ILS Zulu 05. Ciao Fox, Bravo Romeo Hotel Alpha, number 2, preceding 10 ahead. Continue the approach, 0,50 degrees, 5 knots. Continue approach number 2, Foxtrot Alpha. So, jetzt folgen wir einfach nur noch den zwei Nadeln rein. Höhe ist jetzt egal, die kann ich zwischendrin mal gegenchecken mit den Punkten. Und das ist jetzt dieser Kegel, den so aufspannt, wo man dann genau rein, okay. So, wir sind ziemlich schnell. Müssen wir jetzt mal was gegen tun. Das ist der Flughafen. Das ist das Flugzeug wenigstens schon mal gleich gewaschen. Sicht. Die Maschine hier ist aerodynamisch so gut, dass man da diesen Descent immer ziemlich gut vorausplanen muss, weil man keine Chance hat zu bremsen mit dem Ding. Und das Fahrwerk, was ja wieder Luftwiderstand erzeugt, kannst du auch erst rausschmeißen, wenn du hier unter 105 Knoten bist. Und diese Speed muss man erstmal manuell abbauen quasi, bevor man die Landeklappen oder das Fahrwerk zur Hilfe nehmen kann, um weiter zu bremsen. Wie schnell sind wir denn? 162 Knoten Ground Speed. Ich muss jetzt auch mit der Power ganz rausgehen, weil sonst kommen wir hier viel zu schnell rein. So, bevor Landing Checks. Fuel Pump on Fuel Tank. Ja. Extra. Autopilot. Langsam bauen wir jetzt hier die Geschwindigkeit ab. Wing 642, all short to Lima. Short Lima, Wing 642. So, wenn wir jetzt da vorne zwei weiße und zwei rote Lichter haben, dann sind wir genau auf Gleitfahrt. Schaut gut aus. Passt. Autopilot Disconnect. Ab jetzt fliegen wir von Hand. Die Minimums waren 310, das sind noch 700 Fuß. So, jetzt gehe ich aber mal kurz mit der Nase hoch, dass ich das Fahrwerk raustun kann. Und wieder bergab. Wing 642, continue stand 117, thank you. Continue stand 117, Wing 614. So, die Speed haben wir gecheckt, das Gear ist da. Bravo Romeo Hotel Alpha, runway 05, clear to land, wind 040 degrees, 4 knots. Runway 05, clear to land, Fox Alpha, thank you. Okay, pop is full forward. Flaps. As required. Kann ich da drauf drücken hier? Na, mach mal. Okay, before landing checks complete. Minimums in 100. Das ist der Mittelmarker, der zeigt uns an, dass wir jetzt bei den Minimums sind. Also wenn wir jetzt noch nicht aus den Wolken draußen wären, müssen wir ein Go-Around machen. Aber bis hier wären wir runtergekommen. Also für die Landung brauchst du dann wirklich Sicht? Ja.
der Maschine hier schon. So, Gear Down Unlocked. Third Notch of Flaps and Full Flaps. Jetzt mach's mal wieder an und lass einfach laufen. Safe! After landing checks. After landing checks, flaps. Yep. Power flaps. Yep. Lights. Yep. Fuel boost pump. Yep. Mixture. Yep. Transponder. Yep. Sir Bravo Romeo Hotel Alpha, to the left, send 208 via Foxtrot and Hotel. Correction, Foxtrot Golf. Via left, Foxtrot and Golf. Foxtrot Alpha. Foxtrot. Und dann Foxtrot ist der hier und dann Golf ist der da hinten zum Apron LSK. Ja, ne? Wären wir in Olbia. Ja, geil. Geiler Scheiß. Easy 59 Bravo November, ready for departure 05. Also wahrscheinlich müssen wir für den Mietwagen jetzt hier dann nachher zum Terminal vorgehen oder vielleicht fahren die uns vor. Der Mietwagen ist auf jeden Fall im Terminal bzw. ja. Direkt draußen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Den Parkplatz, den wissen wir schon. Foxtrot Alpha, which is our parking position? 208. 208, Foxtrot Alpha, thank you. Ja, also hier ist 203 bis 209, also müssen wir hier links abbiegen. Ja, wahrscheinlich hinten bei den Kleinen. Ja, das ist schon da, wo der Kollege wartet. Ja, ja. So, die anderen sind eher mit den größeren Gerätschaften gekommen? Ja, die übertreiben, sag ich mal. Easy 59 Bravo November, radar contact 2595, bye. 2595, easy 59 Bravo November, ciao. Radar Tower, Lower Wings 1 to Golf, coming fully established Zulu 05. Wings 1 to Golf, number 1, continue approach. Wind 040 degrees.